Reden, um zu vergessen. An diesem schon Spätherbsttag, nicht in Wirklichkeit, sondern wir haben ja erst Mitte Oktober. Aber es wirkt schon sehr spätherbstlich heute, wie du auch so ein Stückchen im Hintergrund sehen kannst. Wir reden als Menschen, um tatsächlich die Dinge wieder loslassen und vergessen zu können. Das ist etwas Wichtiges. Wir haben eine Sprache, wir haben einen hoffentlich bewussten Umgang mit unserer Sprache, um Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und die Ausdrucksmöglichkeiten sind sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr persönlich vor allen Dingen. Aber wir reden vor allen Dingen, wenn wir einigermaßen bewusst damit umgehen, um die Dinge, die wir erlebt haben, gute und schlechte Dinge, die wir erlebt haben, wieder vergessen zu können. Das heißt, um sie wirklich tatsächlich loslassen zu können, braucht es oft einen Eindruck des Erlebten. Wie gesagt, was auch immer das Erlebte im Einzelnen gewesen sein mag, um es dann nochmal hervorzuholen und von da an auch im Gedächtnis zu haben. Im Gedächtnis ist es ja immer parat, um durch dieses Reden darüber zu einem anderen Menschen oder auch zu sich selber oder auch im Aufschreiben geht es ja genauso, etwas tatsächlich wieder loslassen zu können. Das heißt, das gesprochene Wort, das selbst ausgedrückte Wort führt dazu, dass wir etwas im weitesten Sinne verarbeiten oder dass da etwas geschieht, dass da noch etwas hinzukommt zu dem tatsächlich Erlebten. Das ist das Wichtige. Zu dem tatsächlich Erlebten kommt etwas hinzu, nämlich das Erzählte, die Symbolisierung der Sprache. Und dadurch verändert sich das Erlebte, dadurch verändern sich die Inhalte, durch diesen Ausdruck, durch diese Bewusstwerdung. Und insofern kann man tatsächlich sagen, dass unser Sprachgebrauch dazu führt, dass wir sämtliches Erlebtes in unserem Leben immer wieder vergessen können, zumindest vorübergehend vergessen und ihm jedes Mal, wenn wir es erzählen oder wenn wir uns daran erinnern, eine neue Perspektive oder neue Perspektiven hinzufügen. Das ist der Sinn der Sprache. Diese permanente Veränderung, dieses niemals einseitig ausgesetzt sein, zu dem oder von dem abhängig zu sein, was wir erlebt haben. Egal, wie gesagt, ob es positiv oder negativ ist. Das ist interessant. Und das befreit einen von dem, was man erlebt hat. Und dann ist das Erlebnis ganz wichtig gewesen. Und es hat stattgefunden. Es hat also eine Historie in unserem Leben. Aber dadurch ist es gleichzeitig relativiert. Nicht vergessen, wie gesagt, oder nicht vollkommen verdrängt, aber doch immer wieder relativiert. Es tut einem gut, über Dinge zu sprechen. Es tut einem, also da können wir alle möglichen Sprachformen oder Dialogformen nehmen, vom Tratsch, vom profanen Tratsch und Gequatsche und Gelabere bis hin eben zur tief schürfenden Psychoanalyse oder tiefen Psychologie. Das ist interessant. Wenn wir das tun als Menschen, dann geht es uns besser, weil wir dadurch tatsächlich unser Leben im wahrsten Sinne des Wortes reflektieren und diese Reflexionen immer wieder ganz notwendig sind, um ja mit den Phänomenen des Lebens klarzukommen und dadurch ein Bewusstsein zu schaffen, das uns letztendlich immer wieder leer macht, also das uns befreit von dem, was wir erlebt haben.